Moin und willkommen zurück zu einem neuen Grand Cross Video von mir. Und ich dachte, ich führe mir die Serie vor der Reverse Stages, wie ihr die ganzen spielt, welche Strategien ich hierbei benutzt habe. Und habe die ersten zwei Kapitel schon hinter mir erzählt. Jetzt kommt das dritte Kapitel, das ist die Poststation Thaler. Und bei der ist es so, dass das erste Level extrem einfach ist. Die nächsten zwei, erinnere ich mich jedoch, sind mittlerweile lange im Stream hinterher. Aber ich glaube, die waren extrem kompliziert zu spielen. Nichtsdestotrotz verrate ich euch einfach mal, was ich dabei mache, beziehungsweise wie ich hier vorgehe. Das Ganze ist ein vorproduziertes Video. Ich bin gerade im Urlaub, dementsprechend wundert euch nicht, wenn ich nicht auf Kommentare antworte. Trotzdem freue ich mich, falls ihr die Kommentarsektion zuballert mit Kommentaren, falls ihr Daumen nach oben da lasst und mich einfach supportet, obwohl ich im Urlaub bin. Ich werde alles lesen, sobald ich zurück bin. Doch jetzt fangen wir mit dem ersten Match der drei Matches aus Poststation Thaler an. Und da könnt ihr eigentlich nur einen Helden spielen und das ist die Elaine. Ihr spielt direkt gegen den Bahn, um hier irgendwie durchzurushen. Ich habe hier zum Glück mittlerweile eine 6-6 Blue King Ult, das heißt, das Ganze ist noch einfacher als eh schon war. Und allgemein ist das hier, wie gesagt, ein sehr einfaches Level von den drei Leveln. Alles, was ihr braucht, ist eigentlich 22 KCC, um hier den dritten Stern zu kriegen. Und dann sollt ihr auch das schaffen, dieses Level zu beenden. Denn ihr habt hier eine 1 gegen 1 Situation, bei der ihr mit eurer Elaine die ganze Zeit die Ult des Gegners verhindern könnt. Und gleichzeitig könnt ihr schnelle Welle, dadurch, dass ihr nur eine Unit mit der Elaine hier stehen habt, gegen eine andere Unit, könnt ihr wirklich easy eure eigene Ult rushen. Das bedeutet, alles, was ihr macht, ist ein bisschen die Karten hin und her zu ziehen und euch zu sagen, Bum, Bum, Ult gerusht, D-Rank der feindlichen Karten, plus irgendwie, dass die Ult jetzt von ihm vielleicht nicht benutzt, die wird trotzdem benutzt werden, beziehungsweise sie ist trotzdem voll bis zur nächsten Runde, aber das ist gar kein Problem, dadurch, dass die Ult der Elaine selber natürlich viel Schaden austeilt, als auch, dass sie den Gegner einmal, betäubt, dementsprechend kann er nicht angreifen für eine Runde, ganz easy, hier sehen wir es nochmal, betäubt für eine Runde, nachdem es die Stärken und Haltungen abgebrochen hat, also wunderbar, das nehmen wir doch mit Freuden mit, greifen bitte einmal an mit der Elaine, die natürlich jetzt gerade noch einen Debuff auf sich hat, was ein bisschen schade ist, aber egal, und kann draufhauen und ich bewahre mal lieber meine Silberkarte auf, just in case, man weiß ja nie, was der RNG-God so mit sich bringt, aber ich glaube, es ist gar nicht möglich, dass man hier die Ult nicht reduzieren kann in einer Runde. Wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, es ist nicht möglich. Aber man müsste ja eigentlich immer hier vier Karten haben, dementsprechend immer mindestens zwei Karten von irgendeiner von denen, die hier liegen. Also kann ich ganz entspannt draufgeben. Das Ding ist, ihr seht, das ist halt einfach super, super einfaches Match. Er denkt jetzt, er könnte wieder seine Ult rushen. Ich hau drauf. Und dann müsste das erste Mal seine AP schon down sein. Okay, komm, nehmen die nächste Attacke auch noch hinterher. Also, das ist wirklich wunderbar, locker, flockig. Dankeschön, hau drauf und reduziere einmal die HP wieder auf 0. Dankeschön, dann wird er revived wieder mit so einer gewissen AP-Anzeige. Ich glaube, 35% seiner AP kriegt er wieder für die zweite Runde. Aber hier habt ihr halt das gleiche Ding. Er hat seine Ult natürlich nicht first turn ready, darf jetzt glücklicherweise aus seiner Sicht ein bisschen angreifen. Aber das ist auch kein Problem aus unserer Sicht. Wir sollten jetzt einfach draufhauen und draufhauen. Und dann sollte es theoretisch schon geschafft sein, diese erste Runde beendet zu haben mit drei ganzen Angriffen. Es würde mich sehr wundern, wenn die Ult ihn nicht hier umlegt. Dem Bumm, ihr seht, erstes Level geschafft. Das Einfachste, was ihr haben könnt. Wirklich gratis drei Sterne hier am Start. Das zweite Level ist schon extrem nervig, denn ihr dürft nur Gila und Marmas benutzen. Es lohnt sich allgemein sehr, euren Marmas so ein bisschen zu leveln. Den werdet ihr noch ein, zwei mehr benutzen müssen während der Reverse Stages. Also scheut euch nicht davor zu sagen, ey yo Marmas, ich level dich einfach mal auf. Und hier müsst ihr sehr, sehr tanky spielen, aber gleichzeitig auch hoffen, dass ihr eure Ult gerusht kriegt und eure Ult dann im Nachhinein auch einsetzen dürft. Denn wenn wir uns die Gegner angucken für diesen Fight, wir schauen einfach einmal drauf, boom, was zeigen die Gegner hier, sehen wir, dass der Meliodas extrem nervig ist. Sie kann nicht getargetet werden, dementsprechend, wenn ihr einen Single-Target-Attack hättet, müsstet ihr quasi auf den Meliodas gehen, aber ich glaube, das hat auch nur der Marmas und er zieht jedes Mal mit meinem Angriff eine ultimative Anzeige von dem Gegner, also ihr macht den Ult-Rush. Der Meliodas zieht die Ult einfach wieder weg, wenn ihr Pech habt. Und er hat hier noch einen zweiten Angriff, die einfach Karten zufällig von euch irgendwie entfernt. Das ist auch egal, ob er dabei eure Gila oder euer Marmas angreift. Irgendeine Karte von eurer Hand wird mit einem Angriff entfernt. Dementsprechend versuche ich hierbei in diesem Dungeon auf den Ult Rush von der Gila zu gehen. Und mir zu sagen, sobald die Gila das geschafft hat, hoffe ich auf ganz viel RNG, dass der Meliodas hier nicht meine Unit angreift. Dementsprechend ist auch das Food, das ich mitnehme, ultimativer Orb-Move, einfach nur ein Punkt mehr für die Gila.
Und das Schwerste wird sein, dass euer Mamas die Zeit überlebt. Die werden sehr viel Mamas targeten, die werden auf Mamas draufhauen. Also den irgendwie am Leben zu halten ist extrem kompliziert. Und damit ihr euer Mamas überleben lassen könnt, müsst ihr bitte daran denken, dass ihr hier diese Healing-Karte nicht verschwendet. Auf der ersten Stufe von der blauen Gila entfernt ihr nämlich nur Schwächungen von allen Verbündeten. Aber da ihr healen wollt, wollt ihr mindestens die Karte auf Silber, wenn nicht sogar auf Gold haben. Aber benutzt sie auf gar keinen Fall auf Bronze, nur um irgendwelche Schwächungen zu entfernen. Ja, ich weiß, die LP von der feindlichen Diane werden höher durch Schwächungen auf euch selber. Aber so, wenn ihr das so spielt, könnt ihr halt sicherstellen, dass euer Mamas nicht sofort verreckt. Schauen wir einfach mal rein in die Runde. So, Rundenstart mit einem ganz kurzen Hinweis. Ich benutze hier zwar Ult Food, aber sinnvoller wäre tatsächlich LP Food, denke ich. Da ihr über Zeit deine Fight einfach sehr, sehr lange dauert und ihr wollt, dass euer Mamas über die Zeit überlebt. So, wir können die Mamas Ult theoretisch rushen. Das machen wir auch einfach einmal. Und hauen danach theoretisch mehr Damage drauf mit unseren Fähigkeiten, was ja ganz nett ist. Also seine Ult verringert ja nur alle verteidigungsbezogenen Werte. Es ist also nicht ganz so wichtig und es kommt natürlich auch immer drauf an, was jetzt hier der Meliodas macht. Natürlich, er greift hier eh Mamas an, ich trottel, hat eine andere Karte entfernt und es bleiben die perfekten Karten stehen. Wunderbar, dankeschön. Wir können theoretisch direkt 3 Gila-Karten benutzen und das werden wir auch machen. Das lohnt sich nicht, die Mamas-Ult zu rushen. Er wird zweimal auf Mamas angreifen, das heißt greif an, greif, greif an, greif an. Und wir werden 2 Karten von unserer Hand verlieren, da ich natürlich extrem Angst habe, dass das die Healing-Karte ist. Benutze ich sie lieber jetzt schon, anstatt sie aufzubewahren und irgendwann zu benutzen, wenn ich sie gar nicht mehr benutzen kann, da die Karte schon weg ist von meiner Hand. Also, Healing-Karte benutzt, wunderbar. Ist jetzt nicht ganz so viel LP, dass die Mamas irgendwie wieder zurückkriegt. Je weniger LP er hat, desto mehr würde er die Healing-Karte zurückkriegen. Und bitte entferne nicht die Ult-Karte. Bitte nicht die Ult-Karte. Boah, das war das wirklich glücklichste Comp, die ich haben könnte. Ich bewahre mein Healing auf, bedeutet, ich kann angreifen und ich muss eigentlich Schaden machen. Diese Healing-Karte bringt mir noch gar nicht so viel jetzt am Anfang. Er greift nur einmal an. Die Wahrscheinlichkeit ist also relativ klein, dass er meine Healing-Karte mit dieser Ult erwischt. Dann kann ich danach mich noch viel besser gegenheilen, habe viel mehr von der Healing-Karte, als ich jetzt das davor hätte. Also, Mamas kann auch ordentlich damit machen. Der ist gerade mal Level 60 bei mir. Wenn ihr ihn ein bisschen mehr gelevelt habt als ich, ist der ganze Dungeon hier natürlich viel einfacher. Wir haben viele Angriffskarten. Der Konter-Meliodas geht nicht in die Konterhaltung. Also, das ist eine sehr gute Ausgangslage. Welche Karte wird entfernt? Die einzig wahre, wunderbar. Und Mamas überlebt. Perfekt. Das ist ein guter Start in die nächste Runde. Ein sehr guter Start in die nächste Runde. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, weil ich jetzt gerade sehe, dass der Konter-Meliodas nächste Runde auch in die Konterposition geht. Sobald er in der Konterposition ist, greift nicht mit euren Mamas-Karten an, die Schaden machen. Da euer Mamas sowieso extrem leidet mit euren Gila-Karten, könntet ihr theoretisch angreifen. Gila wird eh nicht verrecken, das heißt, wenn er eure Gila kontert, ist das gar kein Problem für euch. Also, wir wollen natürlich draufhauen, erhöhen damit den Damage auch von dieser Mamas-Karte und dann versuchen wir möglichst stark gegen zu healen. Der Mamas hat mittlerweile relativ wenig Leben, das heißt, er sollte sehr stark gegen healen durch diese Karte. Zeig, was du kannst, boom, es reicht immer noch nicht für den Kill, das war zu erwarten und wir heilen gegen, wunderbar. Das sieht nach guten Karten aus, wir können Damage machen nächste Runde, wenn, ja, wir können auf jeden Fall Damage machen nächste Runde, perfekt. Die Frage ist, ob unser Mamas jetzt hier nochmal, wird noch angegriffen, ich weiß gar nicht, Konter, na, nur die 2 Fähigkeiten, perfekt, okay. Wir können jetzt also ordentlich hingehen und verteidigungsbezogene Werte senken, bedeutet, wir machen jetzt extrem viel Damage mit unseren Karten ab jetzt, aber zumindest so viel Damage, dass wir vielleicht den Meliodas down kriegen, zack, er fühlt gar keine Verteidigung mehr und der Meliodas ist down, damit ist diese Runde so gut wie geschafft. Natürlich, die Diane können uns immer noch killen, aber wir haben unsere Gila-Ult. Gila kann jetzt gleich die Diane killen und Diane sollte unser Mamas nicht down kriegen. Und perfekt, wenn ich die Karten sehe. Angriff, komm, haut drauf. Ich möchte es genießen, wie sie stirbt. Dadurch, dass es so ein nerviger Dungeon ist. Das war jetzt zwar nur mein 3. Versuch, aber ich weiß noch, wie hart es im Stream war, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Wunderbar, der Dungeon ist geschafft. Und ihr seht, ein Level 60 Mamas reicht. Gila hat bei mir eine 6-6 Ult, Mamas hat bei mir eine 6-6 Ult. Kleine Hinweise an dieser Stelle, womit ich reingegangen bin. Und wenn ich die letzte Runde sehe, dann kommen schon richtig Gefühle des Hasses hoch. Es ist wieder die Gila, die man benutzen muss, zusammen mit dem Gustav an dieser Stelle. Und wir spielen gegen den Feenkönig Harlekin zusammen gegen einen Bahn. Das ist die Kombination, gegen die wir spielen müssen. Die Fähigkeiten sind nicht weiter erwähnenswert, außer dass der blaue Bahn sich nicht einfrieren lässt
und der grüne King nicht, beziehungsweise der entfernt jede Runde ein Debuff auf sich selber. Bedeutet, ihr könnt zwar den Gustav mitnehmen, ihr könnt den Gegner aber nicht freezen. Das Einzige, was ihr theoretisch mit eurem Gustav machen könntet, ist, den Freeze auf Stufe 2 oder Stufe 3 auf dem feindlichen King zu benutzen, um danach eine Attacke mitzunehmen, beziehungsweise einzusetzen, die mehr Schaden macht. Das Ganze habe ich hier auch nur mit einer Level 80 Gila und einer Level 70 Gustav, bedeutet, ich komme nicht auf die 50.000 CC, die ich brauchen würde. Mittlerweile komme ich es immerhin mit dem LP-Food. Damals, als ich das im Stream gespielt habe, habe ich das nicht mal mit LP-Food geschafft. Da musste ich, glaube ich, das CC-Food mitnehmen, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Aber ein bisschen mehr LP ist natürlich geil, dass ich das mitnehmen könnte. ATK-Food oder ähnliches könnte ich nicht mitnehmen. Es gibt hier wirklich keine Strategie, die man wirklich fahren kann. Man muss einfach hoffen, dass die Leute nicht ganz so viel Damage machen mit ihren ganzen Fähigkeiten. Ich werde einfach drauf gehen und der grüne King ist für mich gefährlicher, dadurch, dass natürlich meine Gila als erste sterben wird. Dementsprechend werde ich auch auf den grünen King gehen und theoretisch entfernt der grüne King nur ein Dieber pro Runde. Das bedeutet, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich hau drauf, könnte ich theoretisch das Glück irgendwie haben, dass ich hier mit dieser Fähigkeit irgendwie durchkomme, dass er den Debuff nicht entfernt, sondern einen der anderen beiden Debuffs. Ich weiß aber nicht, ob es eine spezielle Reihenfolge oder ähnliches gibt. Ihr seht, jetzt hat er hier das Feuerding versucht zu verhindern und oh, sind meine Fähigkeiten grottig. Also, ich werde das Ganze einfach mal genauso versuchen irgendwie durchzusetzen. Bedeutet, ich gehe hin und take erstmal wirklich ordentlich Damage. Gebe wieder hier ein bisschen Feuer unter den Hintern. Natürlich hatte den Debuff mittlerweile auch entfernt. Könnte mich theoretisch hier gegenheilen, was auch sinnvoll wäre, um meine Ult zu rushen. Und ich gehe mal hin und rush auch die Ult von meinem Gustav. Das war natürlich hier eine extrem glückliche Kartenkomposition. Also wie gesagt, ich hasse die Poststation Thaler. Das waren drei wirklich schreckliche Level, die ich hier im Stream erleben musste. Und hoffe auch nicht, dass ich die jetzt zu ordentlich auch noch erleben muss. Oh, damn, hau drauf. Hau drauf wie nichts Gutes, gar kein Problem. Bam, bam. Jetzt darf nochmal der Bahn wahrscheinlich. Ja, der Bahn darf natürlich auch nochmal. Und meine Gila ist schon so gut wie tot. Das tut ordentlich weh. Also, Bahn ist immun gegen jeglichen Freeze. Dementsprechend setzen wir das auf den King ein und hoffen wirklich ganz doll, dass die Ult reicht von der Gila, um den King zu töten. Natürlich, hier ist nichts irgendwie gegeben, aber wenn ja, würde die Ult danach von dem Gustav natürlich auf den Bahn gehen. Also, bumm, wunderbar. Was für ein komplettes Lack. Dementsprechend geht die Ult von dem Gustav jetzt auf den Bahn und verschafft mir damit ordentlich Zeit. Also, das waren wirklich hier sehr, 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 sehr glückliche Runden. Die Debuff-Karten bzw. die Freezing-Karten brauche ich nicht mehr. Dementsprechend ist klar, welche drei Fähigkeiten ich gleich benutze. Ich habe nur drei, die ich benutzen kann. Also, Freezing-Karten bleiben jetzt auf meiner Hand. Wir gehen einfach mal drauf. Hau bitte drauf und heal irgendwie gegen, damit wir gleich irgendwie diese verdammte Ult von dem Bahn übernehmen. Das ist das große Ziel. Hau drauf, dankeschön. Und heal, zack, zeig, was du kannst. Fettes Healing, oh, nur 17k ist nicht ganz so viel, aber er kommt jetzt auch nur mit einer Ult natürlich auf die Gila und den haben wir überlebt. Also meine Karten sind wieder begrenzt, die ich benutzen kann, dementsprechend benutze ich genau die, auf die es begrenzt ist. Drei Fähigkeiten einfrieren kann ich ihn nicht, dagegen ist er immun und es sieht so aus, als würde das reichen. Yes! Oh, ist das schön, dass das wirklich eine fette Genugtuung, wenn das klappt, dieses Level zu besiegen, dass das nicht so einfach ist. Ich gebe es zu, natürlich, falls ihr euren Gustav gelevelt habt, ist das Ganze ein bisschen einfacher, aber eure Gila ist ja die, die ordentlich verrecken wird und eure Gila ist die, auf die ihr aufpassen müsst, über hier den Karten, über schöne Ults, über vielleicht hier den Gold-Freeze, wenn ihr extrem lucky seid, so wie ich, aber es geht auch mit dem Silber-Freeze und der Gustav-Ult. Ich würde eher versuchen, hier in dem Level die Gustav-Ult, denke ich, als die Gila-Ult zu rushen. Die Gila-Ult kriegt leider beide Units nicht down, während die Gustav-Ult halt Single-Target ein bisschen mehr Damage macht, wenn ihr beide 6-6 habt und der Angriff ungefähr ausgeglichen ist. Das war also die Poststation Thaler. Ich hoffe, dieses Video über die Reverse-Stages in der Poststation Thaler haben euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch. Das war's von mir, eurem Sonius94.